Moin! Ich bin in der Werkstatt, eigentlich nur um das Licht auszumachen. Es ist gleich 9, das heißt, Lukas kommt gleich. Ich habe hier schon rumgerödelt und wir gehen jetzt erstmal los. Deswegen habe ich auch die Brille auf. Wir bringen jetzt erstmal den Porsche in die Werkstatt. Ach, endlich! Ich hoffe zumindest, dass es klappt. Wir kommen gleich zu all den Themen. Meine Brille ist saudreckig. Zieht euch das mal rein. Gott. Also, jetzt gucken, dass Lukas kommt, Porsche wegbringen, dann über den Porsche sprechen und über ein ganz wichtiges Thema, was für erhitzte Gemüter sorgt. Ich meine, Hund erschreckt sich. Ich meine, ich hätte da was gehört. Das will ich euch natürlich auch gleich zeigen. Der Boy ist da. Und aus irgendeinem Grund ist er erstmal. Ja? Hello. Warum bist du heute... Ey, Alter, mein ganzer Arm ist voll gekotzt. Scheiße, ich muss... Er war's nicht. Ich muss mich da erstmal umziehen anscheinend. Warum bist du heute mit deinem getunten Car gekommen? Weil mein anderes Auto nicht angesprungen ist. Oh, das Autothema begleitet uns. Ich habe den Wagen noch nie gesehen tatsächlich. Kannst du uns dazu was sagen? Ja, das ist ein Golf 2 VR6. Das ist ein Umbau. Den VR6 gab es ja nicht als... als Golf 2, erst im Golf 3 und ja, ein bisschen was gemacht. Jetzt steht er natürlich auf Winterreifen, deswegen sieht jetzt nicht sonderlich spektakulär aus. Ja. Nicht sonderlich spektakulär sieht auch dieses Auto aus und das wollen wir jetzt erstmal zur Werkstatt bringen. Aber zieh mich dann erstmal um. So, wir kommen schon nicht übermäßig weit, denn das Schloss ist gefroren, scheiße. Und das ganze Auto an sich auch. Hast du Schlossenteiser? Im anderen Auto hätte ich das gehabt, ja. Im anderen Auto. Das, was heute nicht angegangen ist? Ah, okay, also wir gucken mal, dass wir das Auto irgendwie startklar kriegen und dann... Auch die Fernbedienung fürs Tor ist auch da drin. Scheiße. Da wollen wir mal. Nein! Oh. Herr Jesus, ich sitze das erste Mal in Lukas Auto. Ich weiß nicht, ob man da was erkannt hat. Es sieht mega nice aus. Was sagst du, wie war die Werkstatt? Ich sag mal so, es kann gut werden, kann aber auch in die Hose gehen. Das gleiche teile ich auch. Eine Sache, das hatte ich schon mal gesagt in einem anderen Vlog. Es ist gar nicht so einfach, irgendwen zu finden, der sich das Auto anguckt. Ich check nicht so ganz warum, also so krass, mega besonders ist es jetzt nicht. Aber die machen das und melden sich, wenn sie was finden. Finden werden sie wahrscheinlich einiges, so wie der... Also der Zustand heute war echt gruselig. Wir brauchen eine Garage. Jetzt heizen wir aber erstmal nach Hause. Irgendwas wollte ich noch fragen. Ja. Ich weiß es... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall feiere ich dein Auto. Ja, danke. Ich auch, ja. Das ist gut. Wie findet ihr Lukas Auto? Ich finde es sehr, sehr nice und ich hoffe, meins wird auch ähnlich nice. Boah, Digga, die Federung ist aber... Ja, hier sind ja normalerweise ordentliche Schlappen drauf. Da ist nicht genug Platz für Federweg. Ach so, weil du Winterreifen hast. Ja, alles klar. Zuallererst mal könnt ihr raten, was ist eigentlich mit meiner Nase passiert, Alter? Es sieht aus, als hätte ich mich geboxt. Habe ich aber nicht. Das Auto ist in der Werkstatt und wie gesagt, alles etwas dubios. Aber ich habe große Hoffnung, weil beide Chefs sozusagen recht alt waren. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen. Jetzt, da ist der Boy auch. Und im Prinzip, was machen wir jeden Tag? Jonas verliert jeden Tag im Tischtennis. Das geht ab. Wir spielen jeden Tag Tischtennis. Das ist tatsächlich kein Witz. Wir haben letztens Jahr... Was liegt denn hier? Hier liegt alles schon bereit. Wir haben letztens diese Tischtennisplatte gebaut und Herr Jesus, Gott, habt ihr euch darüber abgefuckt, dass wir diese Tischtennisplatte aus dem Hubtisch gebaut haben? Im Detail will ich dazu gar nicht ganz so viel sagen, außer eine ganz wichtige Sache und das ist eigentlich auch eine Frage von euch. Eine Frage, die ihr immer, immer, immer wieder stellt, ist, kann ich... als Tischler erfolgreich sein? Kann ich mit dem Beruf des Tischlers Geld, viel Geld verdienen? Die Antwort, die ich immer wieder sage, ist ja. Man kann damit viel Geld verdienen. Wichtig ist, dass man das macht, was man liebt und dass man etwas macht, was andere nicht machen. Und das ist genau der Knackpunkt. Ich mache etwas, was ich liebe. In diesem Fall nochmal als erstes,
Ihr hasst das, dass ich so eine Tischtennisplatte gebaut habe. Die ist auch für mich, aber die ist in erster Linie für meine Angestellten. Und deswegen finde ich schon mal schwierig zu glauben, ich sollte da lieber einen günstigen Weg gehen. Ich finde diesen Weg sehr, sehr gut und ich finde für jeden Angestellten, auch in der Zukunft, der kommt, haben wir hier etwas ganz Besonderes, was widerspiegelt, wofür wir stehen. Sachen, die nicht der Norm entsprechen, das ist das, wofür wir mit Jonas Winkler stehen. Wir wollen Projekte machen, gerade für Kunden, die über den normalen Horizont hinausgehen. Und genau das ist der springende Punkt. Während ein ganz großer Teil von Zuschauern sich darüber ärgert, dass wir eine Tischtennisplatte aus einem Hubtisch bauen, gibt es zwei Anfragen für diesen Hubtisch. Eine mit einem festen Budget, was deutlich über dem Preis dieses Hubtisches liegt, und eine zweite Anfrage für diesen Hubtisch, der gesagt hat, ich kaufe ihn, egal was er kostet. Ich gehe diesen Anfragen nicht nach, weil wir die Platte nicht verkaufen wollen, aber das ist genau das, was ich euch sagen will. Wenn ich in einem Bereich erfolgreich sein möchte, dann brauche ich nicht unbedingt 80 Millionen Kunden. Und das ist auch genau das, was ich schon immer lebe. Ich versuche, wenig Kunden zu haben, aber dafür die richtigen. Und das sieht man an dieser Tischtennisplatte. Es gibt Leute, die wollen genau das. Die wollen etwas, was es nicht gibt. Die wollen etwas, was vielleicht auch extravagant ist, was über den normalen Horizont hinausgeht. Natürlich kann ich eine Tischtennisplatte für 200 Euro kaufen, auch für 1000 Euro. Aber manche Leute wollen halt einfach Dinge haben, die sau übertrieben sind. Und das ist mein Tipp an euch. Wenn ganz viele Leute sagen, es ist eine Scheißidee, weil sie es zu teuer finden, dann ist es ganz oft eine sehr gute Idee. Und das sieht man in diesem Beispiel sehr, sehr deutlich. Gerade bei sowas bräuchte man ja nicht 100 Käufer. Einer reicht, wenn man so eine Tischtennisplatte für einen Preis wie in der E-Mail kaufen oder verkaufen würde, dann reicht es völlig aus, wenn ein Mensch das macht, weil es diese Platte nur einmal gibt. Und das ist wirklich das, was ich euch mitgeben will. Guckt nicht auf Sachen und sagt, boah, das ist scheiße, Verschwendung, viel zu teuer. Überlegt euch, was kann dahinter stecken? Denn in diesem Fall steckt für uns hier der... Das ist es. Ich wollte eigentlich jetzt arbeiten. Hat schon alles hingestellt. Das ist ein Schweinchen. Wir haben tatsächlich auch nur noch einen Ball. Wir zocken jetzt auch noch eine Runde. Aber das ist tatsächlich das, was ich euch mitgeben will. Wenn ihr, egal was ihr macht, in eurem Leben erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr Sachen machen, die andere Leute nicht machen. Zum Beispiel genau das hier. Eine Tischtennisplatte aus einem Hubtisch bauen. Und noch eine Sache, einen ganz persönlichen Gedanken. Das habe ich nicht im Video gesagt, weil es eigentlich keinem was angeht. Höhenverstellbar macht für uns sehr, sehr viel Sinn. Weil ich vielleicht auch mal mit meiner Tochter oder meinem Sohn spielen möchte und die sind halt nicht so groß wie ein erwachsener Mensch. Und der zweite Gedanke, darauf muss ich, jetzt muss ich doch auf ein paar Sachen eingehen, weil es einfach, oh. Der Tisch ist nicht kaputt, er ist noch heile, es sind nur die Löcher zu, mein Gott, regt euch nicht so auf. Und das andere ist, jemand hat geschrieben und das, finde ich, setzt eigentlich dem Ganzen die Krone auf. Das Netz abzubauen ist sau aufwendig, das hätte man anders machen können. Digga, das sind zwei Schrauben. Das sind zwei Schrauben, die ich rausdrehe. Das dauert 10 Sekunden. Und das ist so ein bisschen das, wo ich einfach euch sagen möchte, bitte fuckt euch nicht so ab über solche Sachen. Es ist einfach ein Projekt. Es ist ein Projekt für uns, für unsere Firma. Und wir sind damit super glücklich. Und manchmal ist es voll okay, einfach zu sagen, entspricht nicht meinem Horizont, aber es ist in Ordnung. Weil weder ist der Tisch kaputt, noch sonst irgendwas. Und diese Message, ich musste raus. Und wie ihr seht, der... Schon richtig am Dribbeln, der Boy. Jetzt wird eine Runde gezockt. Mal gucken, wer gewinnt. Wahrscheinlich ich natürlich. Ein hitziges Duell später. Sind wir alle wach? Und es gibt noch eine zweite Frage. Ihr hattet beim letzten Vlog ganz viele Fragen dazu. Und das war auch ein bisschen niedlich. Warum ich dieses Stück mit dem X drauf nicht verbrennen kann. Warum kann Jonas Winkler keine Nägel und keine Schrauben verbrennen? Das hat natürlich überhaupt gar nichts mit Nägel und Schrauben zu tun, sondern mit Holz und Holzwerkstoffen. Wir haben hier einen Ofen und mit diesem Ofen können wir Massivholz verbrennen. Das hier ist ein Plattenwerkstoff, der hat im Ofen nichts verloren. Warum ist das so? Fragt mal euren Schornsteinfeger. Also in der Regel ist es so, dass man wirklich nur trockenes Holz verbrennen sollte. Und das ist auch genau der Punkt. Ganz am Anfang, als ich den Ofen besorgt habe, haben viele gesagt, das war gar nicht nachhaltig, Digi. Doch, das ist sehr nachhaltig, wenn wir saubere Stoffe verbrennen. Holz verbrennt oder vergast relativ sauber, wenn wir trockenes Holz nehmen. Das ist genau das, was wir haben. Wir haben diese Restabfälle, die sehr, sehr gut abgetrocknet sind und normales Feuerholz.
Andere Sachen verbrennen wir nicht. Das seht ihr auch in meiner morgendlichen Story. Ich mache den Ofen in der Regel immer mit Holzspänen an. Das einzig andere, was da manchmal reinkommt, das seht ihr jetzt. Das sind Lappen, kleine Tücher, mit denen ich das Öl am Ende nochmal abwische. Die verbrenne ich tatsächlich da. Warum? Das ist ein sehr sicherer und sehr effizienter Weg, um diese Tücher loszuwerden. Nicht unbedingt der nachhaltigste, aber einer, den ich seit Jahren schon so mache und damit auch ganz zufrieden bin. Weil ihr wisst es alle, Tücher mit Leinenöl oder Hartwachsöl drin, wenn man sie zu doll zusammenknüllt und irgendwo vergisst, können sich selbst entzünden. Wenn etwas im Ofen schon abgebrannt ist, kann es sich nicht mehr entzünden. Also deswegen nochmal hierzu. Wir können einfach keine Plattenmaterialien verbrennen, weil das nicht sehr nachhaltig ist. Solche Materialien werden bei uns extern abgeholt und genau deswegen haben wir ja auch die Restekiste gebaut mit zwei Fächern. Und wir Plattenmaterialien und Feststoffe, also festes Massivholz, trennen können. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Bevor wir jetzt mit der normalen Arbeit starten, nachdem wir das Auto weggebracht haben. Mit dem Porsche geht es bald weiter. Also wird jetzt, wie gesagt, durchgecheckt. Wir wollen einmal nochmal wissen, was muss alles rein technisch gemacht werden, damit der Wagen wieder top läuft. Das ist sehr, sehr wichtig, um alle weiteren Schritte zu planen. Und viele haben es vielleicht nicht mitbekommen. Ich werde das Autoprojekt aller Voraussicht nach mit Danny Schramm vom Schrammwerk zusammen machen. Und das bedeutet zwei Sachen. A, das Endergebnis wird tausendmal besser, als wenn ich es alleine mache, weil Danny einfach ein absoluter Profi ist. Und B, oder ja, zweitens bedeutet das, dass es natürlich etwas länger dauert. Einfach, weil ich es nicht mehr alleine mache und einfach hemdsärmlich anfange, sondern weil es ein bisschen mehr Planung gibt. Aber wie gesagt, ich glaube, das Endergebnis wird einfach so viel besser, dass es das Warten wert ist. Ha, jetzt aber. Kurzer Vlog zu diesem wunderbaren Dienstagmorgen. Ich werde jetzt mit Lukas anfangen zu arbeiten. Und für euch nochmal, nehmt mir das, was ich eben gerade zur Tischtennisplatte gesagt habe, bitte nicht krumm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut und eigentlich auch nur fair, wenn man versucht, sich ein bisschen in andere Menschen reinzuversetzen. Und ganz wichtig, das müsst ihr nicht für mich tun, sondern in erster Linie finde ich es wichtig für einen selber. Denn wenn man sich diesen Horizont so groß und offen wie möglich hält, dann wird man auch in seinem Leben wahrscheinlich erfolgreich sein. Zumindest ist das eigentlich mein Erfolgsgeheimnis, sowohl in meinem Privatleben als auch bei meinen Kundenaufträgen, die, wie gesagt, nicht auf Masse gehen, noch nie, sondern eher auf Qualität und auf Spezialsachen, wo man die Kunden wirklich glücklich machen kann. Und ich glaube, dass das vielleicht nochmal ganz wichtig war, das zu sagen. Ich habe es euch jetzt nochmal gesagt, was ihr mit der Info macht. Das ist eigentlich euch überlassen, aber das ist bei jedem Video so. Also, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Smash den Abo-Knopf, mal gucken, was wir dann Verrücktes machen. Oder wir sehen uns auf dem Hauptkanal. Also, bis dahin, macht's gut und ich sammle jetzt Mara ein. Ciao!